Herzlich willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer Gamer-Neighbor. Und wie ihr sehen könnt, habe ich tatsächlich jetzt einen Greenscreen. Wenn ihr nur sehen könntet, wie schön groß er da hinten ist und mein halbes Zimmer im Beschlag nimmt und ich gar keinen Platz dafür habe, den irgendwie halbwegs vernünftig abzustellen, sondern, ich muss ja mal kurz das Fenster hier schließen, sondern, der ist einfach riesig, ne, das ist so... Ja, wie gesagt, als hätte ich so eine Trennwand mitten in meinem Zimmer stehen, so riesig ist das Ding. Und wenn ich mal eventuell in irgendwelchen Momenten oder anderen Situationen oder im Auge oder so ein bisschen riesig bin, bitte ich das auf jeden Fall zu entschuldigen, denn es sind die ersten kleinen Feineinstellungen, die ich jetzt hier mache und ich hoffe, das klappt so alles und gefällt auch euch jetzt auch mit dem Greenscreen. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass es soweit jetzt schon funktioniert, dieses... Ich bin einfach mittendrin. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Und wir spielen Will You Press the Button mit vielen lustigen, neuen, interessanten Fragen. Und ich bin mal echt gespannt, was auf mich zukommt. Deswegen fangen wir auch gleich mal mit der ersten an. You get whatever you want. You can even bring dead people back. But you have to give away your soul to the devil. Ich krieg, was ich will. Und ich kann selbst zum... Okay, die super coole Macht, alles wieder lebendig zu machen. Und alles zu haben, was ich will. Und was ist, wenn ich meine Seele haben will? But you have to give away your soul to the devil. Würde ich jetzt aber nicht machen. Ich könnte jetzt mit den Counter sagen, ich kann ja alles haben, was ich will. Und würde somit meine Seele wieder haben wollen. Aber gehen wir jetzt mal von aus, dass das nicht möglich ist. Und ich würde für den Scheiß nicht meine Seele den Teufel geben. Wenn ich an einen Teufel glauben würde, würde ich es nicht machen wollen. Denn dann die endlose Zeit des Todes in der Hölle zu verbringen, wäre ziemlich uncool. Also will ich es nicht. Oh, 52% haben es doch jetzt kommt. If you get whatever you want, ask for your soul back. Ja, stimmt. Siehst du, meine ich doch. Stimmt. Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, weiter zur nächsten. So, you get every computer and game for free, but you sleep 16 hours per day. Acht Stunden wach. Nee. Muss ich einfach nur... Ich kann mir ja eh jedes Game holen, was ich will. Und das liegt mir nicht so sehr auf der Tasche. Das Einzige, was mir auf der Tasche liegt, wäre immer wieder einen krasseren neuen PC haben zu wollen. Die weiß, wie viel ich kosten. Aber ich kann mich so auch damit problemlos über Wasser halten, auch meinen PC aufzurüsten. Daher, nein, danke. 62% haben den Knopf gedrückt. I don't see the downside. Naja, du hast im Grunde nur 8. Man muss auch überlegen, du stehst auf. Dann hast du gerade mal 8 Stunden, die du wach bist. Dann duschst du, dann isst du. Also, weiß nicht, ich zock manchmal, um echt zu sein. Okay, nicht länger als 8 Stunden am Tag, aber ich bin doch länger als 8 Stunden am Tag wach und mach irgendwas. Daher nicht meins. World Peace for the rest of humanity, but you wipe out an entire race or religious sect of people. Also ich schätze mal, er meinte jetzt mit Rasse, was ja an sich sowieso schon rassistisch ist, Menschen in Rassen abzuklammern, meint er wohl aber schon, ob ich jetzt Muslime nehme, Christen nehme, Buddhisten nehme, Gibsten, eine Religion... Die ich für immer ver... Ich glaub nicht an Religion, somit wäre es mir im Grunde relativ egal. Eigentlich die... Ja, mach den Weltfrieden, aber lösch einmal ein paar Millionen oder Milliarden Menschen aus. Ist an sich jetzt kein schlechter Deal, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ziemlich schwer zu sagen. Weltfrieden gegen Milliarden von Menschen innerhalb von... paar Jahren, also jetzt über einen gewissen Zeitraum von ein paar Jahren, töten sich eh Milliarden von Menschen durch Kriege und sowas und dann wäre das ja abgetan. Aber jetzt zu entscheiden, ob es jetzt die Christen sind, zu denen ich auch gehöre, obwohl ich ja nicht dran glaube,
würde ich nicht sterben, wenn ich dran glaube. Aber ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ich kann mir aber jetzt, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Frage, besonders was in letzter Zeit so mit Religion und Glaubenskrieg abgeht, da wusste ich doch sagen, 80% ja. Westboro Baptist Church. Aha. Okay, stimmt. Jetzt, wenn ich natürlich jetzt irgendeine rassistische Gruppe kennen würde, die also sitzt, ja, wir glauben daran und na. Und ja, stimmt, da, aber da wusste ich jetzt keine. Da wusste ich jetzt keine. Schade. Okay, dann hätte man die natürlich alle auswischen können für den Weltfrieden. Aber das wusste ich jetzt nicht. You get to control the world. But the world explodes 4 years after it. Ich kontrolliere die Welt, aber nach 4 Jahren explodiert sie. Ich könnte in den 4 Jahren alles machen, was ich will. Also im Grunde einfach, mach alles, was ich will, auf der Erde. Aber nach 4 Jahren bist du tot und alle anderen auch. Ich könnte die Welt dazu kontrollieren, was zu bauen. Aber innerhalb von 4 Jahren, das ist nicht wirklich möglich mit unserer derzeitigen Intelligenz und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, daher. Nee. Ich glaub nicht. Nee. Nee. Ich bin mir sicher, es haben bestimmt viele doch gemacht. Ja, mein. Die Seite lädt sehr schnell. Richtig schnell. Ich bin im Fast-Pass-Modus. Ach, dankeschön. Ah, 36% haben es tatsächlich nur gedrückt und die meisten nicht. Okay, we need to seriously murder 30% of people on Earth. Okay. Oh, naja. Ach so, mit Dragon Ball zurückwünschen, alles klar. Genau. Ne, ich glaube, das würde nicht funktionieren. So, was haben wir hier? Your favorite sports team wins a championship, but their most hated rival. Rivale, wie auch immer, wins the next three. Ich glaube, damit hätte ich weniger kein Problem. Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, ich habe keine wirkliche Sportfanmannschaft oder so. Allgemein interessiere ich mich recht wenig für Sport, was man mir ansieht. Oh, mein Bauch. Nein, Scherz. Hier sind alle im Haus Dortmunder. Und soweit ich ja weiß, mögen die Dortmunder die Schalker nicht. Jetzt ist aber die Frage. Oh, ja, das ist was sehr most hated rivals, also Rivalen. Das Problem ist, von einfach jeder Mannschaft habe ich das Gefühl, in Deutschland sind es eigentlich die Bayern. Und die Bayern gewinnen ja eh eigentlich fast die ganze Zeit nur. Und wenn dann Dortmund mal wieder gewinnen dürfte, und ansonsten die Bayern natürlich, wie sie es jedes Jahr machen, dreimal hintereinander. Ich würde es drücken aus der Perspektive, dass von den Dortmundern. Und das mache ich noch nicht mehr für mich, das mache ich hier für die Dortmunder im Haus. Also kommt down, Leute. Ich habe nichts gegen Dortmunder. Ich habe auch nichts gegen die Bayern. Das ist nur das, so, was ich aus Fußball so mitkriege. Und daher mache ich das mal so. Weil die Bayern gewinnen sowieso ständig. Also brauchen sie sich nicht beschweren. Sie verlieren jetzt einmal. Und dafür dürfen sie die nächsten drei. Also drücken. 34% haben es nur, okay. Where is the don't care about? Naja, ich würde es trotzdem machen, weil ich das immer so mitbekomme, dass die Bayern sonst 5-6 Jahre hintereinander gewinnen. Aber okay, andere machen es anders, ich mach's so. So, was haben wir hier? You will become the most talented musician who has ever lived, but your favorite musician will die and everyone blames you for his, her death. Cool. Ich bin der tollste Musiker auf der Welt, was aber keinen interessiert, weil sie mich alle dafür hassen, dass ein anderer Musiker gestorben ist. Also absolut nicht akzeptabel. Für mich selbst sinnlos zu spielen ist ziemlich doof. Also ich würde es definitiv nicht drücken. Haben viele auch nicht gemacht. Ist ja. Suddenly Justin Bieber is my favorite musician now. Ja, ach, geil. Nee, ich dich. So, jetzt kommen wir hier auch mal zur letzten Frage des Tages, Leute. You can meet all your favorite celebrities, but you have to delete your Tumblr. Ich glaube, Tumblr ist doch irgendwas, ne? Genau, Tumblr. Schon von gehört, nutze ich aber nicht. Da ist es mir auch relativ egal. Ich kann Handyfotos machen, ich kann ja sonst irgendwas machen.
Bin ich gerade zu doof, um Tumblr zu verstehen? Nein, doch, wieso? Nein, warte mal. Jetzt bin ich aber mal. Leute, was? Jetzt lass mich das mal nachgoogeln. Jetzt komme ich mir ja schon in der letzten Frage hier richtig. Dumm vor. Ich weiß, dass es Tumblr gibt. Ich habe aber nie. Aha, also tatsächlich irgend so eine. Komm wegen deinen Interessen, bleib wegen deinen Entdeckungen. Wie gesagt, ich nutze das nicht, also will ich es auf jeden Fall machen, denn wie gesagt, Handy, Facebook, alles andere, klickt jetzt shit. Haben 85% gemacht eben. Jokes on you, but don't have a Tumblr. Siehst du, so ist es, I don't have Tumblr. Tumblr sucks, lol, didn't have Tumblr. Das ist es. Wir haben noch Facebook, YouTube, Handy-Videos und so. Und andere Seiten, wo wir es sharen können. Wozu brauchen wir unbedingt Tumblr? Ist eigentlich nice. Ich treffe jetzt alle meine Stars. Ohne, ne? Nur weil ich keinen Tumblr habe. Das ist ja vollkommen Latte wie Hose. Jacke wie Hose. Also treffe ich sie alle, ne? Meine Lieblingsstars und so. Kein Problem mit. Hey, Justin. Jetzt wollte ich gerade nicht sagen, Justin Bieber. Oh, das kommt davon. Dass er echt in letzter Zeit leider, was ist leider, völlig aus dem Bieberfenster draußen, ein paar gute Lieder gemacht hat. Und ich höre den in letzter Zeit ein bisschen. Ein, zwei Lieder. Tatsächlich, Justin Bieber. Blamed mich dafür. Ist mir scheißegal. Der hat nun mal ein, zwei gute Lieder gemacht. Da kann ich nun mal nichts dafür. Sie sind halt gut. Manche von ihm. In letzter Zeit. Alles klar. Leute, das war's jetzt mit der Folge. Will you press the button? Ich hoffe, es hat euch wie immer richtig doll gefallen. Auch jetzt mit dem neuen Greenscreen im Hintergrund und so. Und das, ich hoffe, das freut auch sehr. Schreibt doch in den Kommentaren, wie ihr das jetzt gefunden habt mit dem Greenscreen. Gefällt es euch? Gab es jetzt ein paar Sachen in den Videos, die gerieselt haben eventuell oder so? Wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall auch mehr mit Greenscreen sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall runter in den Kommentaren. Und auch immer den Daumen nach oben nicht vergessen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und auch nicht zu vergessen, mich abonnieren. Das würde mich noch größer, noch riesiger freuen. Seid im Archiv, schreibt unter den Videos. Das ist das größte Geschenk, was ihr mir tun könnt. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald auch bei meinem 200 Abonnenten-Special, denn der Greenscreen ist da und ja, ich habe ja schon ein Video gemacht, wo ich darauf angedeutet habe, was es für ein 200 Abo-Special geben wird. Und es wird auf jeden Fall Arbeit kosten, aber ich habe Bock drauf. Und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich, euer Gamer-Neighbor, der Sebastian, sag, haut rein, Leute!